ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen und der bunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder miteinander fantasievoll gestalten Zeit und das Thema war diesmal Drachen. Ja, und da habe ich mich rangesetzt und einen Drachen gehäkelt. In meinen Lieblingsfarben Flieder, Helllila also und Grün, Hellgrün oder so ein bisschen Maigrün oder so ein bisschen. Ja, Limettengrün, glaube ich, ist das. Aber ihr könnt jetzt mal gucken. Ja, guckt mal. Da ist sie, die kleine Drachendame. Nein, es ist ein Mädchen. Kleines Drachenmädchen. Und ihr seht schon, sie hat zwei Zauberstäbe. Einer reicht nicht. Es müssen zwei sein. Einer mit Herzchen und einer mit dem Edelstein. Ja, und so sieht die Kleine aus, die ich gehäkelt habe. Schwänzchen und hier sind denn so die. Ja, was sind das eigentlich? Höcke? Oder was? Ja, Schuppen. Hier sind Flügelchen. Ihr seht schon, sie zaubert. Sie zaubert gleich was her. Noch mehr Zauberstäbe und dann zaubert sie noch Schmetterlinge. Und Pinsel zaubert sie auch noch. Oh, ich bin gespannt, was sie so Schönes zaubert. Sie hat noch gar keinen Namen. Vielleicht möchtet ihr euch gerne einen ausdenken für sie? Da würde ich mich freuen. Wie würdet ihr denn die Kleine nennen? Also es ist ein kleines Mädchen. So, ich denke mal, sie ist so 9 Jahre alt. So. Und sie ist niedlich. Ja. Ich freue mich schon auf die anderen Beiträge. Ich bin schon so richtig gespannt, was da alles für Drachen zutage kommen ist ja auch ein Wort, ne? Was für wunderschöne Drachen gewerkelt werden, vielleicht gezeichnet und auch gehäkelt oder vielleicht auch gefilzt. Schauen wir mal. Hier ist schon wieder was vom Klebedings dran. Oh, Klebepistole. Oh, das ist ja fürchterlich. So, jetzt geht's. Ja, ich werde jetzt mal ein Plätzchen für die Kleine suchen. Und zwar muss sie leider in diesem Glas sitzen. Sie erfrischt sich da ein bisschen drinne, weil sonst könnt ihr sie nicht richtig sehen. Ich kann sie ja nicht hinlegen wegen dem Schwänzchen, aber jetzt kann ich sie so hier rein. Hier. Sie badet ein bisschen im Glas. Ein Bad auf der Tenne. Nee, das ist ja woanders. Ja. Ja, die kleinen Zauberstäbe, da werde ich mit euch anschließend ein basteln. Die sind einfach aus ganz einfachem Schmuckdraht, etwas dicker, etwas dünner und dann einfach ein paar Glitzersteinchen draufgeklebt und schon sind die Zauberstäbe fertig. Und dann möchte ich euch gerne noch zeigen, wie ein Schmetterling gestaltet wird aus Fließstoff. Wo schieben wir sie denn hin, die kleine namenlose, die? Ja, da wollte ich euch erstmal zeigen. Schmetterlinge, ganz einfach gemacht, ausgeschnitten, ein bisschen kleines Schmetterling hier aufgeklebt. Dann haben wir hier schon einen Zauberstab mit Schmetterling. Finde ich auch sehr, sehr schön, der Stab. Die sind alle so richtig schön, sind sie mir gelungen. Dann noch ein Schmetterling mit dem Glitzersteinchen. Dann noch ein Schmetterling mit einem Cabochon. Und jetzt noch ein Schmetterling mit einem Zauberstab. Den machen wir anschließend im Tutorial. Ist er das auch? Weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube ja. Hier ist ein bisschen Dings dran, Klebepistolen, Reste. Aber das macht ja nichts. Das kennt ihr ja schon. So, und jetzt kommt noch ein größerer Zauberstab. Einer mit Pinsel. Ja, hier wieder der Schmetterling mit einem Zauberstäbchen dran. Dann habe ich hier noch einen Pinsel angemalt. Erst weiß grundiert, dann mit Blau, mit Gold, dann nochmal ein bisschen mit Weiß. Ja, dann habe ich hier den Schmetterling festgebunden. Die Beschenkte kann sich den gern auch wieder abmachen,
Das ist hier nicht festgeklebt, das ist einfach hier rumgebunden und hier unten ist eine Schleife dran. Oder man kann sie hier auch einfach so als Deko hinlegen oder hinstellen, wie man möchte. Ja. So. Und dann habe ich mir noch einen angemalt, einen Pinsel in Rosa mit Weiß und Gold und einem Mintenschmetterling mit Zauberstäbchen. Fussel dran. Oh, es ist fürchterlich mit dem. Naja, muss so gehen. Nee, ich glaube, das ist den wir jetzt zusammen machen. Ja, das war dieser hier. Ja, das ist der nächste Pinsel. Und dann habe ich noch einen. Ich lege ihn mal hier so hin. Oder wartet mal. Ja, den anderen könnte ich ja da. Oder ich lege ihn hier hin. Ja, und jetzt kommt er noch eine. Den lege ich denn daneben? Das ist ein kleiner rosafarbener. Der ist auch hübsch. Mit einem kleineren Schmetterling sieht das auch ganz hübsch aus, finde ich. Ein rosafarbener Schmetterling und ein grüner Pinsel, den ich angemalt habe. Ja, die waren vorher dunkelbraun und jetzt sind sie Pastell. Ja, das sind meine Basteleien zum Thema Drachen. Da ist der kleine Namenlose. Und dann habe ich, wie gesagt, noch ein paar Zauberstäbe gemacht. Gib's mir den mal. Ich möchte gern zaubern. Was zauber ich denn Schönes? Ach, ich zauber jetzt die anderen lieben Kreativen her, die auch wunderschöne Videos gemacht haben. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Drachen alle aussehen. Diesen Fussel. Nee, das war ein Hundehaar von Luni. Aber die darf das. Na, die geht natürlich hier nicht auf dem Tisch spazieren, aber irgendwo findet man immer ein Hundehaar. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, so. Ja, dann sage ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen des Tutorials mit den kleinen Schmetterlingen und den Zauberstäben. Und die Kleine verabschiedet sich von euch und wünscht euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit. Ach nee, ich wollte noch sagen, die Videos von den lieben Kreativen verlinke ich euch wie immer in der Infobox und unter dem Hashtag Drachen oder MFG oder Hashtag Miteinander fantasievoll gestalten findet ihr auch die anderen Videos der lieben Kreativen. So, und jetzt können wir uns verabschieden. Die Kleine sagt Tschüss und ich sage Ciao mit Kakao.